Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Metal Gear Solid, auch wenn es nicht so richtig heißt, sondern Metal Gear Ghost Marble für den Game Boy Color. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind bei einer spannenden Codex. Du kennst ein bisschen Kris Jenner auf der linken Seite, walking down the aisle, und mit den Blue Trousers oder eher den Camouflage Trousers, Mr. Solid Snake, und wir legen los. Snake, ich habe Jimmy. Alles in Ordnung? Ist Jimmy unverletzt? Als ob ihn das interessiert. Ja, er ist nicht verletzt oder so. Es sieht so aus, als ob er sich gut versteckt hatte. Aber was? Dieser Bengel ist wirklich eine Nervensäge. Oh ja. Hast du etwas gesagt? Nein, nichts. Lügnerin, ich habe es gehört. Du bist diejenige, die mir auf den Nerven herumtrampelt und mir dauernd sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Was glaubst du denn, wer du bist? Meine Mutter? Ich würde nicht deine Mutter sein wollen. Selbst wenn man mich dafür bezahlte. Na, hör mal. Nichts. Hör mal, ich bin im Augenblick mitten in einem Gespräch. Würdest du bitte deine Klappe halten? Sei selbst ruhig. Du hast wirklich ein unmögliches Benehmen. Weißt du das? Für dich als Frau wird dadurch alles nur noch schwieriger. Oh Gott. Jetzt sei endlich ruhig. Halt die Klappe. Wenn ich dir sage, dass du ruhig sein sollst. Entschuldigung, Snake. Ich freue mich, dass ihr euch beiden so gut miteinander auskommt. Ha! Ich hätte nie geglaubt, dass ich je wieder Babysitter sein würde. Insbesondere nicht unter Beschuss. Aber ich vermute einmal, dass es wie Radfahren ist. Man verlernt es nie. Das war Schwimmen, übrigens. Darauf zähle ich. Und lachen ein bisschen. So. Das haben wir auch durch. So, die Cutscene haben wir. Das heißt, wir sind eigentlich theoretisch, wie ich dieses Spiel kenne, gar nicht so weit weg. No? So. So, dann gehen wir einfach mal. Was ist das denn, ne? Ration. Uah. Obwohl, wir können natürlich jetzt wieder den schmutzigen Trick machen. Dass wir eine Ration opfern. Dann holen wir uns eine neue. Komm. Sag doch mal, was du kannst, du Superagent. Boah, also wahnsinnig beeindruckend ist das aber nicht. Hör mal. Also, da gibt es Leute, die können das aber wesentlich besser als du. Streng ihn mal ein bisschen an. Oder nicht seinen Job nie ernst. So. Zack. So. Einmal den und einmal dahin. So. Da geht's geradeaus weiter. Da gibt es keinen anderen Weg. Hier gibt's einen anderen Weg. So. Cutscene haben wir. So. Ich gucke mal, wo waren wir denn schon? Waren wir denn hier schon? Ich gehe das mal gerade geistig durch. Das ist zwar vielleicht nicht so sinnvoll, aber vielleicht fällt mir ja doch was ein. So, ja. Wir können ja mal eben einmal gucken, wo es da lang geht. Ob uns das bekannt vorkommt. Und sonst gehen wir tatsächlich. Ja. Und dann gehen wir da runter. So. Was ist denn F1? Ja gut, die Formel 1, das ist mir schon klar, aber... Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Aha, da ist ein Treppen. Okay. Da sind kaputte Kameras, das soll mir egal sein. Rationen gibt es hier auch. So, haben wir dafür einen Schlüssel?
Nö. Okay, dann brauchen wir hier schon mal irgendwo Karte 4. Wo immer ich die Karte 4 herkriege. So, was haben wir hier aus dem Angebot? Da geht's weiter und von da bin ich gekommen, ne? Genau, da gibt's noch die Treppe. So, die halten wir uns mal als letzte Option. Ach, das ist auch voll. Das heißt, ich muss die Treppe nehmen, oder was? Kommen wir nach F2, oder was? Okay, das ist logisch. So. Da würde ich sagen, tut sich nichts. Das haben wir gesehen, dass sich da was tut, also gehen wir da durch. Gucken wir uns mal. Wir können uns natürlich jetzt ohne Radar den Raum nicht angucken, aber wir schaffen das schon. Ja, gehst du weg? Oder muss ich den anderen Weg nehmen? Ich muss den anderen Weg nehmen, ne? Tut sich hier was? Auch nicht. Ja, das macht schön. Das ist großartig. Dann schieb mich mal halb durch den ganzen Level. Snake hat ja Zeit. Ist ja nicht so, als würde in 30 Minuten die Welt hochgehen. No, er hat Zeit. Gar kein Stress hier. So. Sehr gut. Dann. Ja, ja, sehr gut. Ist die richtige Karte. So. Gib mir mal den. Munition. Da unten ist auch was. Dann hole ich mir das auch. So, was haben wir hier denn Schönes? Wäre mal schön, wenn wir auch mal wieder einen neuen Gegenstand kriegen könnten. Ich muss nur rumjammern, glaube ich. Nachtsichtgerät. Ja, dann sollen wir mal ausprobieren, ob das sich anders anfühlt. Okay. Was ist jetzt daran anders? Mal wissen. Machen wir mal ein Nachtsichtgerät. Ich wärme Nacht. Okay, dann sieht man natürlich das nicht, aber man sieht den Level ganz normal. Okay. Ist okay. So, da müssen wir das machen. Hierher? Ne, komm ich nicht. Ich glaube, mehr gibt's hier auch nicht, ne? Das heißt, muss ich jetzt tatsächlich irgendwo wieder zu den Treppen? Ja, super. Weil irgendwie ist hier wirklich nichts. Da ist nichts, ne? Ne, dann machen wir ja. Ich brauche endlich wieder mein Radar. Sonst bin ich blind. Noch blinder als sonst, und das heißt schon was. Das heißt für euch unnötige Folgen. Muss ja nicht sein. Das heißt so, gut, dann sind wir wieder hier. Dann gehen wir dann dahin. Weil anders haben wir ja nichts. So. Dann sind wir hier. Ist das richtig? Tja. Komm, wir können ja schon mal die andere aufziehen. Das brauchen wir nicht. So. Tja. Jetzt frage ich mich, wo ich hin muss. Wo bin ich jetzt? Bin ich wieder hier. Ah, Endkampf. Ich will hier. Hallo, ich möchte, bevor wir uns kloppen, möchte ich erstmal die richtige Brille aufziehen. Wie spreche ich den denn? So ein bisschen mysteriös, ne? Willkommen in der Dunkelheit, Solid Snake. Hm. Wer ist da?
Och, ich sehe, dass du dein Nachtsichtgerät aufgesetzt hast. Hab ich? Was bist du? Du siehst ja aus, als würdest du aus irgendeinem schlechten Anime kommen. Wenn ich jetzt ganz, ganz doofen Witz machen würde, würde ich jetzt sagen, der sieht so aus, als ob der mich gleich zu einem Kartenduell herausfordert. Also, ich hab mein Deck immer mit. Ich hab Metal Gear Acid immer auf meinem Handy. Hier. Denn wir wissen ja, Snake benutzt Apple-Produkte. Ich kann dich problemlos ohne derartige Spielzeuge sehen. Meine Sehfähigkeit in der Nacht ist so gut wie die einer Eule. Die Gesichter meiner Beute im Dunkeln, überwältigt von Angst und Schmerz. Keine Maschine sollte einen Augenblick von solch exquisiten Vergnügen verderben. Gehörst du zur Black Chamber Gruppe? Natürlich. Ich werde Marinette Oil genannt. Meine Vorliebe für den Nachtkampf ist unerreicht. Selbst unter den Mitgliedern der Black Chamber. Die Party fängt gleich an, aber du wirst es nicht schaffen. Du wirst hier in der Dunkelheit sterben. Nee, ist klar. Ich möchte dir meine Partner vorstellen. Dies ist Osan. Tach. Und Kohal. Abend. Ich habe keine Zeit für dich. Und deine Puppen. Ach, das sind Puppen. Klar, Marinette Oil, klar. Eine Puppe ist eine Annäherung an die menschliche Form. Und eine gute Puppe besitzt eine Seele. Was für schöne Linien deine Schlüsselbeine haben, Snake. War das eine Anmache? Auch die Oberschenkelknochen haben eine gute Balance. Der macht mir ein bisschen Angst. Wenn du tot bist, wird Kohal diese übernehmen. Es ist Zeit zum Sterben. Okay. 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 Okay, okay, okay. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Waffe. Ja, ja, das ist schon klar. Nachtsicht, das macht mit Sicherheit Sinn. Moment. Hab ich doch, ne? Genau. So. Was haben wir denn so Schönes? Brauche ich eh nicht. Kann ich die irgendwie mit einer anderen Brille tricksen? Bringt mir denn das was, wenn ich da was anderes aufsetze? Mal nur mal so doof gedacht. Okay. Auf jeden Fall ist das besser als Nachtsicht. Stört mich schon der Blitz nicht. Okay. Okay, ich muss also wahrscheinlich ihn treffen und seine Puppen. Ist das richtig? Habe ich das begriffen? Sieht so aus, als hätte ich das begriffen. So, ist klar. Brauchen wir eine Waffe, die auch geladen ist. Was viel schlimmer ist. Hier gibt ein bisschen. Achso, da ist Munition. Ja, schön. Dämlich. Ach, bin ich jetzt wieder hier? Du jetzt nicht hier wieder 10 Kilometer. Oh, ne, ne? Du musst doch jetzt hier nicht 95 Meter. Ich hab doch alles, ne?
habe ich, nee, habe ich nicht, ne? Okay, das ist zum ersten Mal eine ganz dämliche Stelle. Ja, dann machen wir Folgendes. Dann sehe ich das als Zeichen. Dann setze ich hier einen Cut. Wir sehen uns vor dem Endkampf wieder. Und dann machen wir den hier mal ein bisschen platt. Ich sag mal, bis gleich. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.